Hallo, grüße euch, Paraguay live, wie immer aus Paraguay, aber nicht wie immer beim schönen Wetter. Schaut euch das mal an. Aber ich hatte zwei Möglichkeiten. Entweder auf schönes Wetter warten oder halt das Video bei solchem Wetter drehen. Und ich habe mich für die zweite Lösung entschieden. Heute sprechen wir über drei Sachen. Drei wichtige Sachen, was Immobilien in Paraguay angeht. Ja, also wir sprechen über Grundstücke als Ersten. Zweitens über Hausbau. Und drittens über Eigentumswohnungen, also Apartments in Paraguay. Das sind drei wichtige Sachen und vor allem, worauf man achten sollte dabei. Also, falls ihr Interesse habt, bleibt einfach dran. Ciao. Also fangen wir mit dem Punkt Nummer 1, also Grundstücke. Ich bevorzuge gerne den Kauf von Grundstücken. Warum? Weil man die Grundstücke auf verschiedene Art und Weise nutzen kann. Vor allem, man kann es Grundstücke kaufen und liegen lassen. Kein Problem, die paar Dollar Steuer, die man hier bezahlt, ist gar kein Problem. Die zweite Möglichkeit ist, das Grundstück zu bebauen. Ja, sei es mit einem Einfamilienhaus oder mit einer Doppelhaushälfte oder wie auch immer, da man auch später vermieten kann. Und die andere Möglichkeit ist es natürlich, das Grundstück erstmal liegen zu lassen und dann irgendwann mal in 5 oder 10 Jahren hierher zu kommen und das Grundstück entweder selber nutzen oder dann halt das Haus während der Zeit einfach vermieten. Ja? Bei Grundstücken ist es wichtig, und nicht nur bei Grundstücken, auch bei den zwei anderen Punkten ist es wichtig, auf Sicherheit zu setzen. Also das kann ich nie genug wiederholen. Wir sind hier schon fast 16 Jahre in Paraguay und glaubt mir, ihr könnt weder Notare noch andere Menschen, auch nicht die Arbeitsweise, im geringsten mit Deutschland bzw. Schweiz, Österreich oder einfach Europa zu vergleichen. Könnt ihr absolut vergessen. Ja? Daher setzt bitte auf die Sicherheit. Also Eigentumsnachweis bei jeglichen Grundstücken ist das A und O. Sonst habt ihr das Geld einfach aus dem Fenster geschmissen. Und ich bin mir sicher, keiner davon hat so viel, um es einfach wegzuschmeißen. Okay? Also die zweite Variante, worüber wir sprechen, ist der Hausbau. Für mich persönlich eigentlich keine Alternative, aber gut. Es muss nicht heißen, dass die Alternative schlecht ist. Ja? Das heißt, was macht man konkret? Man kauft ein Grundstück und lässt es bebauen. Und je nachdem, ob man vermietet oder als Eigennutzer dann das Gebäude nutzen möchte, baut man das Haus. Also entweder baut ihr das Haus, kann euch auch da oben verlinken, wo ich also oft darüber berichtet habe, dass man ein kleines Haus draufsetzt, einfach zur Vermietung. Ja, also ihr kommt, tut es vermieten, ihr könnt auch über mich machen oder einfach in Eigenregie. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja? Also einfach ein Grundstück erwerben und mit einem Haus oder einer Doppelhaushälfte oder gleich mit mehreren Häusern bebauen lassen und vermieten. Es gibt zwei Möglichkeiten mit der Vermietung. Wenn ihr natürlich auf dem Dorf bleibt oder in der Kleinstadt, könnt ihr natürlich keine hohen Mieten erwarten. Aber da sind auch die Baukosten, also auch die Grundstücke viel, viel preiswerter.
In Asunción, der Hauptstadt, könnt ihr einfach mal vergessen. Da sind die Grundstücke viel, viel zu teuer. Lohnt es sich einfach nicht. Glaubt mir. Ja? Also, es bleibt eine Alternative. Einfach in der Nähe der Stadt zu bauen. Ja? Und da die Grundstücke zu erwerben. Und das ist halt die zweite Alternative. Wir kommen ja gleich zu der dritten Alternative. Bleibt dran! So, die dritte Alternative ist einfach Eigentumswohnungen zu erwerben. Apartments. Hier in den letzten Jahren, auch Monaten, wird unheimlich viel gebaut. Vor allem aber in dem Großraum Asunción, also alles drumherum um die Hauptstadt. Da steigen die Preise, auch die Mieteinnahmen sind natürlich dementsprechend höher. Also es werden nicht selten Apartments, Eigentumswohnungen, ich sage mal einfach Luxus-Apartments, wo es, sage ich mal, jetzt 8 Eigentumswohnungen gibt, oben drüber ein Swimmingpool, Kincho, also Grillbereich, also wirklich ein Übungsraum, Fitnessraum. Also da sind wirklich Top-Apartments, wo Sie das Geld gerne investieren können. Und ich komme sicherlich im nächsten Video auch auf die Preise. Ja, also wir sprechen auch über die drei Sachen. Und die drei Sachen, komme ich ein bisschen näher auf die drei Sachen, natürlich was die Preise angeht. Das heißt also, manche von Ihnen habt euch schon mal mich gefragt, wie sind die Preise, ja, die Kalkulation und so weiter. Klar, also was Hausbau angeht, habe ich schon ein Video darüber gemacht. Da werde ich euch auch links wahrscheinlich oder unten verlinken. Da könnt ihr euch gerne die Videos, was Hausbau angeht, gerne mal anschauen. Ja? Da habe ich auch noch Videos gemacht über die exakte Kalkulation bei euch, das gesamte Bauvorhaben inklusive Nebenkosten natürlich kostet. Aber das ist ja auch wichtig. Viele vergessen, komm, mach mal, ist ja gar kein Problem. Aber wenn es um Vermietung geht, beziehungsweise auch um die Selbernutzung, das ist natürlich auch wichtig, dass man weiß, was mich das Ganze im Kompletten kostet. Ja? Was ich euch sagen will, ist Folgendes zum Schluss. Bleibt noch kurz dran. Also wie gesagt, zum Schluss ein Wort zum Sonntag. Kauft keine Grundstücke, keine Immobilien, gar nichts, was kein Eigentumstitel hat. Also glaubt mir gerne, ja, tut es einfach nicht. Es bringt nichts auf die lange Sicht gesehen. Bringt nichts. Glaubt mir, was euch nicht gehört, wird euch auch nie gehören. Meine Frage, würdet ihr in Deutschland, Österreich, in der Schweiz Haus bauen lassen, beziehungsweise Grundstücke erwerben vom Bäcker? Geht ihr zum Bäcker und kauft Grundstücke? Lässt euch das Haus oder das Grundstück bebauen von einem Friseur? Zum Beispiel. Ja, ich würde sagen, dumme Frage. Nein, nein, so dumm ist die Frage ja gar nicht mal. Das sind Tatsachen. Das sind Tatsachen. Ich kenne viele, sag mal, Leute, die es gemacht haben. Die es einfach auf gut Glück gekauft haben. Und was haben die jetzt? Bis heute haben die keinen Titel. Gar keinen Titel. Was bedeutet das? Das Grundstück gehört euch gar nicht mehr. Also, habt ihr Geld gespart? Geld ist einfach futsch. So easy ist das, so einfach. Tut mir den Gefallen, tut es nicht. Wir haben selber das Grundstück gekauft, zwar etwas teurer, aber nach diesen Jahren kein Problem. Die Wertsteigerung ist also hoch, dass für mich persönlich die Sicherheit, also wirklich die Sicherheit war am wichtigsten. Also Dokumente zuerst müssen in Ordnung sein. Und die zweite Sache, also die Grundstücke oder grundsätzlich die Immobilien, sei es Eigentumswohnungen, sei es Häuser, sei es Grundstücke, die müssen Eigentumstitel haben.
Und das muss euch dann gehören, wenn ihr bezahlt. Ja, das ist das Wichtige. Und vergiss es nicht, wenn es ums Grundstück geht, um sämtliche Immobilien, was ist die wichtigste Sache? Was? Höre nichts. Die Lage. Ja, die Lage. Die Lage der Immobilie ist das Wichtigste. Also, lasst euch nicht veräppeln und lasst euch keine Immobilien am Rande der Welt, sage ich mal, verkaufen. Das bringt nämlich gar nichts. Die Zufahrtswege, ich zeige euch vielleicht in diesem Video sogar, wie manche Zufahrtswege hier in Paraguay nach so einem kleinen Regen aussehen können. Da habt ihr doch nicht mal geringste Ahnung davon. Also bleibt dran in diesem Sinne. Und investiere aber mit Köpfchen. Und bitte Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Einfach Fragen stellen in den Kommentaren. Würde mich auch interessieren, habt ihr schon in Paraguay investiert? Habt ihr vor, in Paraguay zu investieren? Wie ist eure Meinung einfach dazu? Habt ihr irgendwelche Probleme? Oder würdet ihr vielleicht auswandern, aber? Viele Fragen und keine Antworten. Dafür sind wir, ich persönlich, Pitt und meine Frau, Margaretchen. Okay? Also in diesem Sinne, sorry. Bis dann und bis zum nächsten Video und vielleicht beim schöneren Wetter. Oder ich bin mir sicher, die Sonne kommt wieder. Okay? Ciao.